Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على السلام. حي على السلام. هيا على الفلاح. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين گزشتہ جمعہ کے خطبے میں In der letzten Freitagsansprache habe ich die Verse 152 und 153 der Suratul An'am rezitiert und die Gebote, die in diesen Versen enthalten sind, habe ich erläutert. Darunter gab es die Gebote, Gott niemanden beiseite zu stellen, gütig zu den Eltern zu sein und Gebote für die Eltern, wie sie ihre Kinder erziehen sollten. Die übrigen Gebote, die in diesen Versen enthalten sind, über diese sagt Allah, das sind Dinge, die Allah euch verboten hat. Über diese Gebote möchte ich heute etwas sagen und die in diesen Versen enthalten sind. Die vierte Sache, die in diesen Versen erwähnt worden ist, lautet وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. Ihr sollt euch nicht den Schändlichkeiten nähern, seien sie offen oder verborgen. In diesem Gebot wurde den Menschen auferlegt, sich vor verschiedenen Schändlichkeiten zu beschützen. Das Wort Fawahish hat mehrere Bedeutungen. Es bedeutet Ehebruch, es bedeutet die Übertretung von Gesetzen, es bedeutet Dinge zu tun, die unmoralisch sind, die gegen die guten Charaktereigenschaften von Menschen sind. Das Wort bedeutet auch satanische Handlungen zu unternehmen, etwas Schlechtes sagen oder tun. Das bedeutet auch, geizig zu sein. In diesem Gebot wurden also sowohl gesellschaftliche als auch individuelle Schwächen genannt und Dinge, durch die das eigene Haus, die Atmosphäre, die Gesellschaft Schaden erleidet. Von diesen Dingen soll sich der Mensch fernhalten. Wenn man über Ehebruch oder außerehelichen Unzucht spricht, dann ist das eine Sünde, die auch anderswo im Heiligen Koran erklärt wurde. Und wenn ein Mensch, der verheiratet ist, dann vergisst er die Rechte gegenüber seiner Frau und seinen Kindern, und wenn er in diesen Schändlichkeiten verwickelt ist, dann weiß er nicht, welche Pflichten er gegenüber seiner Ehefrau und Menschen hat. Und wenn es sich um eine Frau handelt, dann vergisst sie, was ihre Verantwortungen gegenüber ihrem Ehemann und ihrer Familie sind. Und wenn es Menschen sind, die nicht verheiratet sind, dann führt dies dazu, dass man, wenn man sich diesen Schändlichkeiten hingibt, dass man in der Gesellschaft Schmutz verbreitet
und durch verbotene Beziehungen eine schlechte Gesellschaft schafft und aufgrund von gesellschaftlichem oder familiärem oder individuellem Druck gehen diese Beziehungen zugrunde, sie zerbrechen. Und oft ist es so, vor allem in der asiatischen Gesellschaft, in den asiatischen Gesellschaften und Kultur ist es so, dass die Männer davonkommen, aber die Frauen dadurch zerstört werden und ihr Leben dadurch zerstört wird. Und das beobachten wir in der Zeitung und in den Medien. Und durch diese Beziehungen, wenn dann Kinder geboren werden, durch falsche außereheliche Beziehungen, dann neigen solche Menschen dazu, diese Kinder nicht ihre Rechte zu erfüllen, beziehungsweise solche Kinder kommen dann unter der Kategorie, die im Heiligen Koran als Töten von Kindern genannt wurde. Das Gesetz versucht, diesen Menschen Rechte zu geben, doch es gibt viele Menschen, die praktisch de facto ihre Kinder töten. Und in den ärmeren Ländern gibt es nicht einmal Gesetze, die ihre Rechte schützen. Und wenn diese Menschen sich in Unzucht und Schändlichkeiten aufhalten und wenn es ein reicher Mann ist, dann gibt es kein Gesetz, das ihn an den Pranger stellt. In der Zeitung hieß es, es ging um Pakistan und jemand hat ein außereheliches Kind gezeugt und die Polizei hat die Frau gefasst, aber dem Mann nichts getan, weil er reich war, weil er Geld hatte. Und das ist nur ein Ereignis, das an den Tag gekommen ist. Aber es gibt viele Beispiele, viele Ereignisse, die gar nicht Erwähnung finden. Selbst Leute, die sich Muslime nennen, die islamische Gesetze hochhalten wollen, diese Menschen tun dies und solche Schändlichkeiten sind verbreitet in der Gesellschaft. Allah sagt, ihr sollt euch nicht einmal diesen Schändlichkeiten nähern. Ihr sollt alles, was zu Schändlichkeiten, zu Unzucht führen könnte, diese sollt ihr ablassen. In dieser Zeit gibt es verschiedene Mittel, verschiedene Wege. Durch Internet kann man sehr schnell zu Schändlichkeiten kommen. Schlechte Filme im Fernsehen, schlechte Zeitschriften. Über diese schlechten, schändlichen Zeitschriften, in der pornografisches Material vorhanden ist, da gibt es Stimmen, die sich erheben gegen diese Sachen und sagen, dass man diese nicht öffentlich ausstellen sollte, weil diese sich schlecht auswirken auf die Kinder. Das sind Sachen, die sie heute sagen, aber der Heilige Koran hat vor 1400 Jahren geboten, dass diese Schändlichkeiten nicht einmal soll man in der Nähe sich in der Nähe von diesen Schändlichkeiten bewegen. Diese werden dich von Gott wegführen, diese werden dich von dem Glauben wegführen und werden dazu führen, dass man Gesetze nicht beachtet. Der Islam verbietet nicht nur offensichtliche Schändlichkeiten, sondern möchte den Menschen auch von verborgenen Schändlichkeiten fernhalten. Und das Gebot der Geschlechtertrennung, der Parda, ist auch genau aus diesem Grunde vorhanden, dass man durch das Parda, durch die Geschlechtertrennung dazu ermahnt wird, nicht offen miteinander zu verkehren. Der Koran sagt nicht, wie die Bibel, dass man nicht einen schlechten Blick auf die Frau werfen soll, auf eine fremde Frau, sondern man soll komplett vermeiden, weil dies dazu führen wird, dass man zu Schändlichkeiten hingeht. Man wird
zwischen gutem und schlechtem nicht mehr unterscheiden können. Und durch diese offenen, freien Beziehungen wird man gemäß Allahs Gebot und gemäß der Lehre des Propheten, wenn Mann und Frau offen sitzen, dann wird der Dritte in diesem Raum der Satan sein, der euch sich zugesellen wird. Ich habe Internet und andere Medien angesprochen. In diesen sind auch Facebook und Skype und so weiter vorhanden, in welchem die Menschen chatten. Und viele Häuser habe ich gesehen, die dadurch kaputt gegangen sind. Und ich sage das mit Bedauern, dass auch unter uns Ahmadis solche Ereignisse stattgefunden haben, dass Häuser kaputt gegangen sind. Sie sollten dieses Gebot Allahs immer vor Augen halten, dass man niemals sich in der Nähe der Schändlichkeiten aufhalten sollte, denn Satan wird euch sonst in seinen Bann ziehen. Diese Schönheit des Heiligen Koran, die Schönheit dieses Gebotes, lehrt uns, dass wir nicht nur das fremde Geschlecht nicht mit bösem Blick anschauen, mit schlechtem Blick anschauen sollen, sondern Geschlechtertrennung wahren sollen. Und dieses Gebot gilt sowohl für Frauen als auch für Männer, dass sie ihre Blicke zu Boden werfen sollen. Das gilt sowohl für Männer als auch für Frauen. Und wenn die Blicke zu Boden gesenkt sind, dann wird es dazu führen, dass man nicht freizügig miteinander verkehrt und sich trifft. Und ebenso ist damit gemeint, dass man sich vor schändlichen Dingen, vor unzüchtigen Dingen seine Augen bewahren sollte. Und das lehrt uns, dass wir uns vor schlechten Filmen etc. fernhalten sollten. Und es impliziert auch, dass wir nicht mit solchen Menschen uns aufhalten sollten, die im Namen der Freiheit diese Dinge befürworten und ihre Geschichten erzählen und versuchen, andere in ihren Bann zu ziehen und andere zu beeinflussen. Auch vor solchen Menschen soll man sich fernhalten. Genauso soll man nicht in Facebook und Skype sollen Mann und Frau miteinander reden, fremde Männer und Frauen, und sich anschauen oder Beziehungen starten durch diese Medien. Denn Allah sagt, alle verborgenen und offenen Schändlichkeiten führen dazu, dass ihr aufgrund des eurer Gefühle, eurer Leidenschaften, wird eure Vernunft zugrunde gehen und das Ende wird nicht gut sein, sondern ihr werdet die Gebote Allahs brechen und seine Unzufriedenheit auf euch ziehen. In dieser Zeit gibt es noch eine andere Schändlichkeit, die nicht nur entgegen der Natur des Menschen ist, sondern aufgrund dessen Allah ein ganzes Volk vernichten ließ. Die Regierungen versuchen, gleichgeschlechtliche Ehen zu legalisieren. Und dadurch werden Schändlichkeiten verbreitet und man versucht auf Gesetzesebene diese Schändlichkeiten frei ausleben zu lassen. Sogar Minister und Regierungschefs geben ihre Kommentare und sagen, dass sie in der ganzen Welt versuchen werden, diese gleichgeschlechtlichen Ehen zu legalisieren. Genauso hat das ein Premierminister gesagt. Und wenn das die Wahrheit ist, dann ziehen sie die Wut Gottes auf sich. Ein großer Priester eines Landes, der wahrscheinlich aus Südafrika, obwohl die Afrikaner bisher solche unnatürlichen und unanständigen Dinge vermieden haben, hat dieser Priester, der sowohl die Bibel liest als auch diese der Welt zeigt und vorliest, und in der Bibel steht dies ganz offen, dass diese Völker zugrunde gehen, die dies tun. Dieser Priester sagt, wenn solche
wenn solche Ehepartner, die gleichgeschlechtlich heiraten, er sagt, wenn solche Geschlechtspartner, Ehepartner, gleichgeschlechtliche nicht ins Paradies gehen, dann bin ich bereit, in die Hölle zu gehen. Das ist der Höhepunkt der Schändlichkeiten, die heute in der Welt herrscht. Deswegen seien Sie sich bewusst und denken Sie daran, dass diese Schändlichkeiten und diese Unzucht, wenn diese genauso Verbreitung findet und die Welt sich nicht den Geboten Allahs widmet, dann werden diese Völker sehen, wie sie enden werden. Sie werden diese Welt zur Hölle machen und sie werden im Jenseits eine Hölle für sich vorbereiten. Gott weiß, was dort passieren wird. Die medizinische Forschung sagt heute ganz offensichtlich, dass AIDS sich in diesen Menschen sehr schnell verbreitet. Menschen, Männer, die mit Männern verkehren und Frauen, die Frauen heiraten. Allah hat mehrere Möglichkeiten, die Welt zu bestrafen. Es muss nicht sein, dass die Völker, genauso wie er damals das Volk mit Steinhagel zerstört hat, dass er dies auch heute tun wird. Er hat mehrere Wege. Auch die AIDS-Krankheit ist eine Krankheit, die den Menschen, wenn sie diesen trifft, ihn zerstört. Mit der Schnelligkeit, mit der sich die Schändlichkeiten in der Welt verbreiten, diese Unzucht, die sich verbreitet. Ein Ahmadi muss umso mehr seine Beziehung zu Gott aufbauen und sich und die Welt vor dem schrecklichen Ende dieser Krankheit bewahren. Diese weltlichen Menschen möchten sich zerstören, möchten, dass sie untergehen. Sie versuchen aufgrund ihrer weltlichen und politischen Ziele, versuchen sie, die Menschen zufriedenzustellen. Sie versuchen, solche Menschen zufriedenzustellen, die Gottes Gesetze brechen. Sie wollen die ganze Welt in diesen Zustand bringen. Und das ist ein Zustand, welcher letzten Endes zur Zerstörung führt. Wir müssen aufgrund unserer Liebe zu den Menschen, diesen Menschen sagen, dass Gott gnädig ist, dass er Sünden vergibt. Er hat Wege der Vergebung offen gehalten. Er sagt, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا بِذُنُوبِهِمْ. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Das bedeutet, dass jene Menschen, die sich in Schändlichkeiten befinden oder Unzucht treiben und dann aber Allahs gedenken und um Vergebung bitten, dann ist es Allah allein, der vergeben kann. Wenn diese Menschen also von diesen Schändlichkeiten abhalten und wenn sie Gottesfurcht besitzen, dann kann Allah ihnen vergeben. Und es gibt niemanden außer Allah, der vergeben kann. Alle Schändlichkeiten, die ich eben genannt habe, von diesen sollte man auch selbst sich schützen und auch der Welt die Wege zeigen, wie man sich davor schützen kann. Das ist die Aufgabe eines jeden Ahmadis in der Welt. Allah vergibt solche Menschen, die nicht die Grenzen überschreiten. Der Verheißene Messias der Islam sagt, Menschen, die Unzucht treiben oder die gegen sich selbst Unrecht tun, aber dann Allahs gedenken und ihm um Vergebung bitten und nicht ihre Sünden wiederholen. Für jene Menschen wird Gott der Vergebende sein. Er wird ihnen ihre Sünden vergeben. Möge Allah jeder Person, jedem Menschen, der in Schändlichkeiten sich befindet, möge er ihm Vernunft geben und möge Allah ihn nicht zugrunde gehen lassen.
Ich habe es als wichtig empfunden, dies ausführlich zu erläutern, denn diese Frage wird heutzutage sehr oft gestellt. Das nächste Gebot lautet, Allah sagt in diesen Versen, وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ. Und ihr sollt nicht das Leben töten, das Allah unverletzlich gemacht hat. Dieses Gebot zeigt uns, dass wir die Rechte der Gesellschaft, die Pflichten gegenüber der Gesellschaft wahren sollten. Wir sollen unseren Mitmenschen, die Rechte unserer Mitmenschen beachten. Qatl, also töten, bedeutet nicht nur töten im wörtlichen Sinne, sondern Unrecht tun, die Rechte anderer missachten, das alles zählt zu töten. Andere Menschen, die Gefühle anderer Menschen verletzen, auch das ist Töten. Jemanden dermaßen verunglimpfen, ist auch Töten. Die Ehre eines Menschen zu verletzen oder zu zerstören, zählt auch zu Qatl. Genauso gibt es das Töten im spirituellen Sinne. Allah hat gesagt, dass diese Qatl solche sind, vor denen Gott euch auferlegt hat, dass ihr euch davor bewahren sollt. Denn das führt zu Unfrieden in der Gesellschaft und Allah mag dies nicht. Er sagt, illa bilhaq, außer solchen, die Strafe, die eine Bestrafung bekommen müssen. Doch dies darf nicht individuell passieren, dass jeder versucht, anderen zu strafen aufgrund etwas, was sie gemacht haben, sondern das muss das Gesetz tun. Und das Gesetz ist dafür da, ihm solche Strafe zu geben, die er verdient hat. Und diese Strafe soll deswegen gegeben werden, damit die Gesellschaft sich verbessern kann und damit er sich selbst verbessern kann und damit man Unfrieden aus der Gesellschaft wegschaffen kann. Doch auch hier muss klar gemacht werden, dass niemand alleine das Recht hat, zu bestrafen, sondern nur das Gesetz. Und das Gesetz muss Gerechtigkeit wahren und bestrafen und nicht Unrecht tun. Auch jemand, der ermordet hat, der Mord begangen hat, dieser darf auch nicht von Menschen getötet werden, deren Verwandte er getötet hat, sondern das Gesetz ist dafür verantwortlich. Das sind Gesetze, die zwar heute gemacht werden, aber Allah hat uns diese schon sehr früh gesagt, dass ihr mit Recht handeln sollt und Gerechtigkeit wahren sollt. Und das Gesetz alleine ist es, wenn ein Mörder getötet werden muss, dann ist es das Gesetz allein, das dies entscheidet. Genauso gibt es andere Strafen. Qatl bedeutet zum einen auch der Boykott von Beziehungen. Auch das müssen die verantwortlichen Institutionen machen. Auch in unserer Jamaat gibt es Institutionen, die aufgrund von Reformen der Gesellschaft verschiedene Strafen aussprechen, nicht um Unrecht zu tun, sondern um die Gesellschaft zu verbessern. Genauso gibt es Strafen, die nur aufgrund von Reformen ausgesprochen werden und nicht aufgrund von Unrecht. Denn Unrecht und ist auch etwas, was zum Qatl gehört, zum Töten gehört. Ich habe gesehen, sehr oft gesehen, dass zwei Parteien, die sich streiten, dann muss es eine Institution geben, dann gibt es eine Institution, die aufgrund der Beweise, die vorhanden sind, eine Partei bestrafen kann, diese als verantwortlich gelten lassen kann.
und dann auch eine Strafe herbeiführt. Und die zweite Partei, die das Opfer ist, diese sind manchmal darüber wütend, dass die andere Partei eine zu geringe Strafe bekommen hat und sie wünschen eine härtere Strafe. Wenn die Parteien gegeneinander das Recht bekommen sollten, die Strafen zu verändern, dann ist das noch größerer Unrecht. Das ist nicht der Sinn der Strafe. Der Sinn der Strafe ist, Unrecht zu beseitigen, zu reformieren, zu verbessern, demjenigen, der Unrecht getan hat, zu zeigen, dass er etwas Falsches gemacht hat. Und wenn zwei gläubige Menschen dies tun, dann müssen sie auch das akzeptieren, was entschieden wurde. Und sie tun das auch. Das ist der Sinn von Strafen, dass reformiert werden soll. Und das Qatl, das Töten, beseitigt werden soll, welches dann zu Unfrieden in der Gesellschaft führt. Und danach möchte ich das nächste Gebot ansprechen. In dem nächsten Vers heißt es, Allah Ta'ala sagt, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Und kommt dem Besitz der Waisen nicht nahe, es sei denn zum Besten. Hier hat Allah über ein schwaches Glied der Gesellschaft gesprochen. Wenn Gott gesagt hätte, ihr sollt euch dem Besitz der Waisen nicht nähern und nichts damit machen, dann hätte es auch passieren können, dass dieses Geld verloren geht, dieser Besitz verloren geht. Deswegen sagte Allah, ihr sollt dem Besitz der Waisen nicht nahen, es sei denn zum Besten, mit dem besten Wege. Das bedeutet, ihr sollt den Besitz der weisen Menschen, Kinder, so behandeln, dass dieser nicht verloren geht, dass dieser nicht zerstört wird. Ihr sollt nicht mit der Absicht zum Besitz gehen, dass dies verloren geht, sondern dass dieses Besitz zum Vorteil von dem weisen Menschen wird. Ihr sollt also seinen Besitz schützen, als jemand, der die Verantwortung bekommen hat, wenn ihr diese Verantwortung der Weisen bekommen habt, auferlegt bekommen habt, dann sollt ihr den Besitz der Weisen beschützen. In der Jamaat, die Jamaat ist dafür verantwortlich, dass sie ihren Besitz schützt. Die Gesellschaft ist verantwortlich dafür, dass sie diesen Besitz schützt. Wie soll dieser Schutz gewährleistet werden? Dafür gibt es verschiedene Art und Weisen, verschiedene Wege. Man soll den Besitz der Waisen so investieren, dass dieser Besitz größer wird und nicht kleiner, damit die Waisen, die noch nicht in der Lage sind, selbst diesen Besitz zu verwalten, die keine Eltern mehr besitzen, damit dieser Besitz geschützt wird auf die beste Weise. Und so verwandt wird, so investiert wird, so in Geschäften investiert wird, dass dieses wächst. Es ist eine große Verantwortung, die den Menschen übertragen wurde, um den Besitz der Waisen zu schützen. Allah sagt an einer anderen Stelle, wenn ihr dieser Verantwortung nicht gerecht werdet und versucht, dem Besitz der Waisen auf unrechtmäßige Weise zu nahen, dann ist dies eine große Sünde und ihr werdet bestraft werden dafür. Allah sagt im Heiligen Koran, diejenigen, die auf unrechtmäßige Weise dem Besitz der Waisen nahen, sie,
sie ziehen Feuer und lassen Feuer in ihren Bäuchen. Sie essen Feuer und ihre Bäuche sind voller Feuer und ihnen wird schwere Strafe. Diese Gebote des Heiligen Koran, sie sind nicht dazu da, um das Recht nur einer einzigen Partei zu stärken, sondern sie stärken die Gesetze, die Rechte aller Parteien, aller Menschen. Gott sagt auch, nicht nur, dass sie Feuer essen, sondern wenn ihr gerecht seid und wenn ihr Gerechtigkeit walten lasst und auf rechte Art und Weise etwas von dem Geld und Besitz der Weisen investiert, dann ist dies nicht unrecht. Wenn ihr etwas ausgebt, um seine Erziehung zu gewährleisten, um seine Bildung zu gewährleisten, dann dürft ihr das tun. Doch überschreitet nicht das Maß, seid nicht ungerecht und geht der Verantwortung nach, die euch gegeben wurde. Dann heißt es, ihr sollt nicht ihren Besitz selbst ausgeben mit der Furcht, dass diese älter werden, denn Allah sagt, jemand, der Geld besitzt und Besitz hat, er soll von diesem Besitz sich fernhalten. Doch wenn jemand nicht so viel Geld hat und die Weisen erziehen muss, dann hat er das Recht, auf gerechte Art und Weise von diesem Besitz der Weisen auszugeben. Und gerecht bedeutet in dem Fall, dass diese Kosten der Weisen dadurch gedeckt werden. Oder wenn jemand überhaupt kein Geld hat und nicht einmal selbst sich versorgen kann und diese Weisen erziehen muss, dann kann er auch sich selbst damit versorgen und die Weisen auf gerechte Art und Weise. Das sind die Grenzen. Doch in erster Linie heißt es, dass ihr den Besitz der Weisen gut investieren sollt, damit dieser wächst. Und ihr sollt jene Rechte erfüllen, die ein wahrer, anvertrauter, jemandem, dem etwas anvertraut wurde, erfüllen muss. Bis diese Menschen erwachsen sind und selbst über ihren Besitz verwalten können, das ist das Recht der Weisen, die Allah ihnen gegeben hat, dass ihr seinen Besitz verwalten sollt und sein Besitz beschützen sollt, bis er erwachsen wird. Und wenn er erwachsen geworden ist und dies selbst machen kann, dann sollt ihr ihm seinen Besitz zurückgeben. Hier sollte auch klar gemacht werden, dass manchmal ein weiser Mensch, nachdem er erwachsen geworden ist, von seiner Vernunft her und von seiner Reife her nicht reif genug ist, das zu verwalten, dann soll man ihm das nicht sofort zurückgeben, sondern diesen weiter beschützen, diesen Besitz, und auch weiterhin dies weiter beschützen. Es gibt auch Menschen, die dann heiraten, die Kinder bekommen, und wenn diese Menschen zwar nicht selbst reif genug sind, um dieses Geld zu verwalten, aber ihre Kinder, die dann groß werden, oder die Jamaat, dann ist es ihre Aufgabe, diesen Besitz zu beschützen. Das sind die Gebote Allahs, und der verheißene Messias, der Islam, sagt über diese Gebote, wenn es einen Menschen gibt, der Geld besitzt, der aber nicht mit Vernunft begabt ist und nicht reif ist oder noch zu jung ist und die Gefahr besteht, dass er aufgrund seiner Unreife dieses Geld nicht richtig ausgibt, dann sollt ihr seinen Besitz verwalten und den gesamten Besitz
sollt ihr nicht diesen Menschen, diesen unreifen Menschen geben, sondern diesen verwalten und für ihre Erziehung aufwenden und ihnen gute Dinge lehren, damit sie reif werden, damit sie mit Vernunft begabt werden, damit sie erzogen werden und nicht unwissend bleiben. Wenn sie die Kinder von Geschäftsleuten sind, dann sollt ihr ihnen Geschäft lehren oder ihnen andere Berufe lehren und ihnen Bildung geben und diese auch überwachen und schauen, ob sie das gelernt haben oder nicht. Wenn sie dann reif sind, um zu heiraten, also ungefähr 18 Jahre alt sind, und ihr seht, dass sie selbst ihr Geld verwalten können, dann sollt ihr ihnen ihr Geld und ihren Besitz geben und sollt nicht schnell ihr Geld und ihren Besitz aufessen, weil sie älter werden. Ihr sollt nicht ihren Besitz Schaden zufügen. Und jemand, der reich ist, sollte nicht von diesem Geld ausgeben. Doch ein Mensch, der selbst mittellos ist, kann auf gerechte Weise dieses Geld ausgeben. Dann sagt der verheißene Messias, es war gang und gäbe bei den Arabern, dass die Menschen das Geld, was den Weisen gehörte, selbst aufwandten. Und deswegen dieses Gebot. Und ihr sollt den Weisen, wenn sie reif geworden sind, vor den Zeugen ihnen ihr Geld zurückgeben. Und ein Mensch, der am Sterben ist, sollte nicht ein Testament hinterlassen, was die Rechte seiner Kinder schwächt. Und ihr sollt nicht Feuer in euren Bäuchen hineinlegen, denn ihr werdet sonst verbrannt werden. Schaut, sagt der verheißene Messias, welche Wege Allah gezeigt hat, um Gerechtigkeit walten zu lassen. Gerechtigkeit bedeutet also, dass man mit völliger Vernunft diese Dinge tut. Und diese Gerechtigkeit, die nicht vollständig auf Gerechtigkeit beruht, diese soll nicht begangen werden. Ihr sollt alle Dinge, die damit zusammenhängen, sollt ihr beachten und sollt nicht ungerecht sein. Es ist also größte Vorsicht geboten, um dieses Gebot zu befolgen. Und Allah sagt uns im Heiligen Koran, er mahnt uns immer wieder zur Taqwa. Das bedeutet, dass wir uns selbst auf den Prüfstand stellen sollten und schauen sollten, ob wir gerecht sind oder nicht. Nicht, dass wir verborgene Ungerechtigkeiten tun, was dann Feuer in unseren Herzen legen wird. Dann sagt Allah, wa auful kayla wal mizana bil qist, und gebt volles Maß und Gewicht in Billigkeit. Hier wurde den Geschäftsleuten auferlegt, dass sie immer gerecht handeln sollten. Zunächst wurde über die Weisen gesprochen, dass man gerecht gegenüber sie sein soll. Und nun ist der Handel, der zwischenmenschliche Handel angesprochen, dass man einander nicht betrügen soll. Und wenn die Gegenpartei unwissend ist, sollt ihr sie nicht betrügen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ihr etwas verkaufen wollt und dieses Gut hat irgendeinen Mangel, einen Makel, dann sollt ihr diesen Mangel offen zeigen, damit der Käufer weiß, was er kauft. An einer anderen Stelle heißt es über das Handeln und über die Gerechtigkeit, da sagt Allah, Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Das ist am besten für euch und für das Ende auch das Beste. Das bedeutet, dass ein guter Geschäftsmann jener ist, der gut handelt, der gerecht handelt. Dieser wird auch gute Kunden finden und sein Geschäft wird wachsen auf gerechte Art und Weise. Wenn er aber betrügt, dann wird sein Geschäft auch nicht weitergehen.
An einer anderen Stelle heißt es, da sagt Allah, dieser Betrug führt dazu, dass in der Gesellschaft Unfrieden herrscht. Bedauerlicherweise ist es aber so, je mehr der Heilige Koran diese Gebote offen gesagt hat, desto mehr sind die Muslime in diesen Dingen verwickelt und haben nicht den Stand erlangt, den der Koran möchte. Auf der einen Seite gab es eine Zeit, als die Muslime so gerecht waren, als ein Mensch sein Pferd verkaufen wollte und sagte, dass dies 500 Dirham wert sei. Und ein anderer Sahabi sah sich dieses Pferd an und ihm gefiel dieser Pferd und sagte, ich kaufe dieses Pferd, gefällt mir, aber es kostet nicht 500 Dirham. Und der Mensch überlegt und denkt nach, dass er vielleicht zu viel verlangt hat, aber der Käufer sagt, nein, dieses Pferd ist viel kostbarer, ich möchte 2000 Dirham geben und nimmt 2000 Dirham von mir. Nun sehen wir, dass es zu einem Gespräch zwischen dem Käufer und Verkäufer gibt und der Käufer für 500 Dirham verkaufen möchte und der Verkäufer für 500 Dirham verkaufen möchte und der Käufer 2000 bieten möchte. Das war der Stand und das war die Gerechtigkeit der Sahaba, des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der zweite Kalif, also Muslim radhiyallahu anhu, schreibt über sich, dass er, als er 19, 20 Jahre alt war, ging er nach Kaschmir und dort gab es einen Teppich, der ihm gefiel. Er ging dort spazieren und in der Stadt, in der er diese Teppiche gesehen hatte, sah er den Menschen, der und sagte, dass er 3 oder 4 Teppiche für ihn fertig machen soll und sagte ihm auch, wie groß diese sein sollen. Und also Muslim sagt, als er zurückkam, jeder Teppich war kleiner als die Größe, die ich ihm gesagt hatte. Er war mehrere Inches kleiner als die Größe, die ich ihm gesagt hatte. Ich sagte zu ihm, ich hatte dir die Größen genannt, trotzdem hast du viel kleinere Teppiche gemacht und möchtest genauso viel haben. Anstatt den Preis runterzusetzen, sagte er, ich bin ein Muslim und du wirfst mir das vor. Ich bin ein Muslim. Dies sagte er mehrmals. Das heißt, sein Muslimsein soll ihn also dazu führen, dass er das machen kann. So sagt, dass ich das auch an meinem eigenen Leib erfahren habe, dass die Menschen in dem Reis, in dem guten Basmati-Reis, mischen sie auch einen anderen Reis, indem sie einen Schlauch in diesen Reisbeutel tun und dann den schlechten Reis vermischen mit dem guten Reis, der drumherum ist. Und wenn die Menschen von draußen schauen, sehen sie, dass da guter Reis vorhanden ist, Basmati-Reis vorhanden ist und niemand weiß, dass ihm mit dem Schlauch unten auch schlechter Reis gemischt wurde. Denn das kann man dann von oben nicht mehr erkennen. Das ist der Zustand der Händler heutzutage. Deswegen hat die indische Industrie, obwohl der pakistanische Reis viel mehr Qualität hat als der indische Reis, hat Indien jetzt völlige Kontrolle über diesen Markt, weil, und auch einige Ahmadis investieren in diesem Handel, aber weil die pakistanische Industrie damit Betrug gehandelt hat, nimmt keiner mehr diesen Reis und die Inder handeln jetzt mit dem Reis. Das ist also, diese Menschen denken nicht, was sie eigentlich tun, dass sie keine Segnungen erhalten werden in diesem Handel. Sie haben keinen Handel mehr. In einem Hadith heißt es,
Der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn die Händler mit Wahrheit umgehen und die Mängel, die in der Ware sind, bekannt geben, dann wird Allah ihren Handel segnen. Wenn aber beide mit Lüge handeln, sowohl der Käufer als auch der Verkäufer, und etwas vertuschen, dann wird Allah die Segnung aus diesem Handel herausnehmen. Wenn sie also Segnungen erlangen wollen, dann muss man die Gebote der Gerechtigkeit erfüllen und treu und wahr sein. Und jeglichen Handel soll der Muslim mit diesem Sinn führen. In einem Hadith heißt es, der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn ihr Maß gebt, dann sollt ihr etwas mehr geben, als lieber etwas mehr geben als etwas weniger. Das ist das Niveau des Handels, das ein Muslim haben sollte. Wenn der Händler gerecht ist und gut handelt, dann wird er einen Rang bekommen, der gemäß der Aussage des heiligen Propheten sallallahu alaihi wa sallam sehr groß ist. Der heilige Prophet sagte, ein wahrhaftiger Händler ist jemand, der wie Propheten und Blutzeugen ist. Möge Allah den Menschen, die sich zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wa sallam zugehörig nennen, ihnen die Möglichkeit geben, diesen Geboten zu folgen, den Geboten Allahs und den Rechtleitungen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu folgen. Wir sollten uns selbst auf uns selbst schauen, auch viele Ahmadis handeln, sind in den Handel involviert. Sie sollten schauen, handeln wir gemäß den Geboten Allahs, beachten wir die Pflichten der Schwachen, sind wir wahr in unseren Geschäften, sind wir treu in unseren Geschäften, wahren wir die Pflichten und Rechte aller Gesellschaftsschichten, sind wir solche, die sich von Schändlichkeiten bewahren. Dieser Ramadan, der uns zu guten Dingen führen möchte, dieser sollte dann auch dazu führen, dass wir uns verändern. Möge Allah uns dazu die Kraft geben, dass wir von diesen Schändlichkeiten und schlechten Dingen, die Allah uns gegeben hat. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.